Unsere Themen am Montag: Polizei veröffentlicht neue Statistik, Altstadtnacht bringt Lausitzer zum Lächeln und harter Wettstreit unter Tanzverein. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Das Lausitzer Lächeln 2017 geht in die heiße Phase und nun seid ihr gefragt. Macht mit und bestimmt euren Publikumsliebling 2017. Unter allen Voting-Teilnehmern verlost die Spreegalerie Cottbus einen Konzert- und Hotelgutschein im Wert von 200 Euro. Bereitgestellt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Alle Infos gibt es unter spreegalerie.de, im Hermann, Wochenkurier sowie bei LTV, 94.5 Radio Cottbus und auf der Facebook-Fanseite. Herzlich willkommen zu LTV aktuell am Montag. Die Hoffnung im Cottbuser Rathaus war groß. Zuversichtlich hat man sich bei einem Wettbewerb des Branchenverbandes Bitkom beworben. Es ging um den Titel Digitale Modellstadt und der damit einhergehenden Förderung in Millionenhöhe. Der Traum ist heute allerdings geplatzt. Wie Bitkom mitteilte, sei die Cottbuser Bewerbung zwar gut gewesen, den Zuschlag erhalte man aber nicht. 14 Städte haben sich beworben. Im Finale stehen nun Darmstadt, Heidelberg, Kaiserslautern, Paderborn und Wolfsburg. Deutschland hat ein Crystal-Problem. Nicht erst seit gestern ist die Droge auf dem Vormarsch. Sie beschäftigt auch immer mehr die Arbeit der Polizeidirektion Süd. Das nicht nur direkt, viele andere Straftaten sind durch sie motiviert. Crystal Meth bleibt in der Lausitz weiterhin ein Problem. Das merkt auch die Polizeidirektion Süd. Laut Bundeskriminalamt kostet ein Gramm zwischen 50 und 117 Euro. Da kommen im Monat schon mal ein paar tausend Euro zusammen. Um das finanzieren zu können, brauchen Drogenkonsumenten schnell viel Geld. Der Großteil der Diebstähle ist deswegen auch darauf zurückzuführen. Knapp 10.000 Fälle sind 2016 in der Polizeiinspektion Cottbus-Spree-Neiße abgeschlossen worden. Die Hälfte davon hat sich in Cottbus ereignet. Aber auch die Grenzkriminalität bleibt im Fokus der Polizei. Die Nähe zur Grenze spielt aber auch auf dem Betäubungsmittelmarkt eine Rolle. Also es ist ein internationales Thema und aktuell, zumindest für den Südbrandenburger Bereich, ist es wohl erwiesen, dass die meisten Drogenküchen in Tschechien stehen. Meist werden Fahrräder geklaut oder andere Sachen, die sich schnell wieder weiterverkaufen lassen. In dem Zusammenhang steigt auch der Wohnungseinbruch. 299 Mal wurde im letzten Jahr in Cottbus und Spree-Neiße eingebrochen. In Forst gab es dabei den größten Anstieg. Trotzdem gibt es auch hier viele deutsche Täter. Generell ist die Kriminalität im Vergleich zum Vorjahr um über 1.000 Fälle gestiegen. Das sei aber ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also ist es so, dass wir Körperverletzungsdelikte in dem einen oder anderen Bereich haben. Das heißt also auch Nachbarschaftsstreitigkeiten werden schon mal nicht mit Worten ausgetragen, sondern es wird geschubst, geboxt. Auch bei Jugendlichen und Heranwachsenden haben wir an der einen oder anderen Stelle das Problem, dass auch dort eher zu Fäusten gegriffen wird als zu Worten. In einem Punkt hat die Polizeiinspektion Cottbus-Spree-Neiße aber einen deutlichen Erfolg verzeichnet. Verkehrsunfälle durch zu hohe Geschwindigkeiten sind um über 100 gesunken. Die Polizei konnte heute noch einen anderen Erfolg vermelden. Sie hat zwei Einbrecher dingfest gemacht. Sie sind in der letzten Woche in ein Einfamilienhaus in Schmellwitz eingedrungen und haben dort Bargeld entwendet. In diesem Zusammenhang wurden nun ein 26- und ein 37 Jahre alter Mann festgenommen. Die Polizei hat bei Durchsuchungen Teile des Diebesgutes sowie Diebesgut aus weiteren Einbrüchen sichergestellt. Zudem fand sie bei den Männern Drogen. Gegen beide wurden Haftbefehle erlassen. Damit nun zu den Kurznachrichten. Auch da geht es zunächst um Informationen aus der Polizeidirektion. Unfallzahl für junge Fahrer sinkt. Im Vergleich zu 2015 sank die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Jugendlichen. 2016 waren es 2490, 2015 waren es noch 2497. Laut der Polizei Brandenburg bewährt sich zudem der Führerschein ab 17 immer mehr. Bei den Fahrern über 65 stieg hingegen die Unfallzahl. 2016 waren es 5089 Unfälle, im Jahr davor knapp 140 weniger. Grund dafür sind meist Wildunfälle.
Laguna ab heute geschlossen. Das Sport- und Freizeitbad hat mit den Instandhaltungsarbeiten angefangen. Neben den allgemeinen Säuberungen soll auch eine neue Software für die Gebäudeleittechnik eingeführt werden. Zudem werden Malerarbeiten durchgeführt und es erfolgt eine Prüfung der elektrischen Anlagen. Auch eine Erneuerung von Sanitätsanlagen wird fertiggestellt. Nächsten Montag eröffnet die Lagune wieder, dann kann es für Besucher wie gewohnt weitergehen. Mit dem Postkahn durch den Spreewald. Die Winterpause ist vorbei, morgen beginnt die erste Tour der Saison. Dabei gibt es ein Highlight. Die Kahnzustellerin Andrea Buhner wird zusammen mit dem gebürtigen Lübbenauer und Nachrichtensprecher Jens Riewer starten. Anlass ist das Jubiläum der Post. Seit 120 Jahren stellt das Unternehmen Briefe und Pakete in Lede zu. Start ist um 10 Uhr im Gasthaus Hirschwinkel. Nach wochenlangem Hin und Her scheint es endlich geschafft. Das Feuer im polnischen Brożyk ist zumindest oberflächlich beseitigt worden. Am Wochenende wurde der Schwelbrand auf dem Recyclinghof komplett mit Erde bedeckt. Rauch- und Geruchsbelästigungen für Bürger sollen damit endlich ein Ende haben. Dies teilte der polnische Krisenstab heute mit. Die Altstadt wurde am Samstag zur Partymeile. Die Altstadtnacht zog viele Leute aus Cottbus und dem Umland in Bars und Kneipen. Es wurde laut, eng und ausgelassen. Da das Lächeln unter diesen Umständen besonders leicht fällt, waren Fotografen vom Lausitzer Lächeln unterwegs. Die konnten wieder einige Fotos für den Wettbewerb sammeln. Die Innenstadt lebt. Kein Wunder, denn 16 Kneipen haben zur Altstadtnacht geladen. Mit dabei sind 16 Bands. Dementsprechend ist bei allen die Hütte voll. Da wird es schnell kuschelig. Doch kein Problem, bei über 10 Grad lässt es sich auch draußen super tanzen. Perfekte Bedingungen für einen Gute-Laune-Abend. Bei all den Glückshormonen konnten sich die Cottbusser auch kostenlos fotografieren lassen. Beim Stand des Lausitzer Lächelns vor dem Moskito. Es war die letzte Chance, um beim Wettbewerb mitzumachen. Und die haben viele Besucher genutzt. Ist eine schöne Aktion. Also wir sind immer begeistert. Wir haben uns auch schon mal ablichten lassen mit unseren Freundinnen. Ich finde das auch witzig. Mhm. Wir schauen dann auch mal nach, wer sich so alles fotografieren lassen hat. Ja, genau. Das finden wir ganz gut. Wir lachen viel. Das Leben ist ohne Lachen nicht zu auszuhalten und nicht zu ertragen. Macht ja auch mehr Spaß. Das ist jetzt eigentlich schon das vierte Mal, dass wir hier mitmachen beim Lausitzer Lächeln und auch bei der Altstadtnacht, weil wir uns vor 4 Jahren hier bei der Altstadtnacht kennengelernt haben. Und deshalb ist es schon was sehr Besonderes für uns. Bei der Altstadtnacht Spaß haben und sich gleich noch ein Erinnerungsfoto abholen, das funktioniert gut. Außerdem machen alle automatisch beim Wettbewerb mit. Am Ende gibt's sogar noch Preise zu gewinnen. Das passt perfekt. Also wir nutzen jedes Jahr vom Lausitzer Lächeln diese Möglichkeit bei der Altstadtnacht, dass wir hier auch nochmal ein mobiles Fotostudio aufbauen. Der Frühling hat angefangen, das Wetter ist gut, die Leute ziehen durch die Stadt und wollen einfach ein bisschen feiern und haben sowieso gute Laune. Und das bietet sich immer an als großer Abschluss für unsere Fotoaktion des Lausitzer Lächeln für die Spreegalerie. Und wir nutzen hier die Möglichkeit einfach, dass die Leute sich hier nochmal reichlich fotografieren lassen. Das ließen sich die meisten nicht nehmen. Und nach dem Fotoshooting ging es einfach gleich weiter in die nächste Bar. Nachts durch die Stadt schlendern war auch kein Problem. Die Atmosphäre macht's möglich. Das Wetter einfach. Das Wetter ist super. Super Stimmung. Das sieht man ja hier, alle auf dem Altmarkt verteilt. Coole Bands. Ganz super. Endlich mal wieder raus von zu Hause. Mal wieder ein bisschen unter Leute und mal wieder ein bisschen tanzen und ein bisschen Musik und alles schick. Und wir versuchen wirklich die beste Bar des Abends zu finden und da richtig den Spaß zu haben. Wie viel habt ihr schon abgeklappert heute? Mehr als genug. Und der Abend ist schon jung, ne? Da habt ihr noch ein bisschen was vor. Da haben wir einiges vor. Viel Spaß. Ja. Dankeschön, ciao. Ja, überall fröhliche Gesichter. Die Cottbusser und vor allem Lausitzer waren an diesem Abend gut gelaunt. Da ist eine Sache ja wohl klar. Die Lausitzer haben das schönste Lächeln. Na sicher, guck uns doch mal an. Genau. Die Gewinner werden übrigens Ende des Monats bekannt gegeben. Die Fachjury wird sich in der nächsten Woche schon einmal zusammensetzen und ihre Favoriten küren. Aber auch alle Cottbusser dürfen mitentscheiden. Am Donnerstag startet das Voting für den Publikumspreis. Gelächelt wurde am Wochenende auch in der Lausitz Arena. Das gehört schließlich auch zum Showtanz mit dazu. Der Jazz Dance Club Cottbus hat ein großes Turnier ausgerichtet. Jazz Dance ist viel mehr als nur Bewegung zu Musik.
Der Sport kombiniert verschiedene Tanzstile und ist daher sehr anspruchsvoll. Leanne Scherenschmidt und ihre Jessie Flames leben für ihren Sport. Sie haben in den letzten Wochen viel geprobt und das alles für ihren großen Auftritt beim Jazz- und Modern-Dance-Turnier in Cottbus. Aber aufgeregt ist man dann halt schon, wenn es dann zum großen Tag kommt wie heute. Aber ich denke, wir haben ganz gut und sicher im Training auch geübt, vor allem viel und besondere Stellen, die nicht funktioniert haben. Also wir sind schon vorbereitet, denke ich. Üblicherweise werden hier Tore geschossen, doch heute steht der Tanz im Mittelpunkt. Beim Jazz- und Modern-Dance-Turnier geht es vor allem um Wertungen und somit auch um Sieg und Platzierung. Die Konkurrenz in der Regionalliga Nordost ist stark. Jede Gruppe gibt ihr Bestes. Die Anspannung steigt bei den Jessie Flames. Sie wollen heute glänzen. Hier sind die Jessie Flames. Leanne und ihre Gruppe führen den Tanz Crazy Love auf. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Doch hat es gereicht? Konnten sie die Jury überzeugen? Jetzt heißt es hoffen. Das, was ich gesehen habe von den anderen, fand ich jetzt nicht schlecht. Meine eigene Leistung, Entschuldigung, hätte besser sein können, klar. Aber es ist die Aufregung. Ja, mal gucken, hoffen, dass wir weiterkommen. Und sie haben es geschafft. Die Jessie Flames belohnten sich für ihr wochenlanges Basteln an der Choreo mit dem 2. Platz. Sympathiepunkte beim Publikum inklusive. Und mit diesem Erfolg für die Cottbuser Tänzer sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Morgen sind wir unter anderem im Spreewald unterwegs. Dann begleiten wir Deutschlands einzige Kahnpostbotin. Schalten Sie also auch dann wieder ein. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle wieder. Tschüss. Finden Sie noch schneller Ihre neue Wohnung mit der EG Wohnen-App. Holen Sie sich mit dem EG Wohnen Wohnungsfinder aktuelle Angebote direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Angebote nach eigenen Vorstellungen filtern. Brandneues erhalten Sie über Push-Nachrichten. Mit dem integrierten Terminplaner verpassen Sie keinen Besichtigungstermin. Jetzt runterladen im App Store oder bei Google Play. Sängerin mit Staatsexamen, TV-Moderatorin und Schauspielerin. Cornelia Schöne bietet Ihnen Unterricht in Gesang und Stimmbildung sowie Sprecherziehung für alle, die im Beruf moderieren oder größere stimmliche Belastungen professionell meistern wollen. Natürlich auch Schauspielunterricht mit seinen ganzen Facetten. Anmeldungen unter 0175 844 2185 oder cornelia.schöne@gmx.de. Nach dem vielen Sonnenschein der letzten Tage kommen nun erst einmal wieder Wolken auf uns zu. In der Nacht ziehen sie auf, dann werden es maximal 7 Grad, es bleibt trocken. Am Dienstag wird es dann den ganzen Tag über wolkig, nur hin und wieder blitzt die Sonne durch. Am Vormittag kann es zudem Regen geben, in den Frühstunden liegen die Werte bei 9 Grad, die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag bei 16 Grad.
Die Industrie- und Handelskammer Cottbus vertritt die Interessen von 36.000 Unternehmen in Südbrandenburg gegenüber Politik und Verwaltung. Mit einem umfangreichen Service steht die IHK Unternehmen in allen Phasen zur Seite, von der Gründung über die Zukunftssicherung bis zur Nachfolge. Das Team rund um Geschäftsstellenleiter Mike Bethke bietet Unternehmen im Raum Cottbus und Spreneiße umfassende Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.